Moin! The Chosen ist eine weltweit gefeierte Serie, die Menschen auf der ganzen Welt berührt. Auf deren offiziellen Homepage kann man lesen, dass über 100 Millionen Menschen bereits diese Serie angesehen haben. Ich habe unzählige Kommentare gelesen, in denen geschrieben steht, wie sehr derjenige die authentische Jesus-Darstellung liebt und dass ihm der Jesus aus der Bibel wegen The Chosen näher gebracht wurde. Auch wurde die Serie hinsichtlich der biblischen Authentizität immer wieder von Geschwistern gelobt. Doch ist sie das überhaupt? Ist sie biblisch authentisch? Zunächst mal wird jede Serie oder auch jeder Film mit dem Gedanken zu unterhalten bzw. zu entertainen produziert. Und da macht The Chosen auch keine Ausnahme. Selbst Dallas Jenkins, der Produzent von The Chosen, erwähnte in einem Interview, dass sie keine Non-Profit-Organisation seien. Ziel von The Chosen ist also, Geld zu verdienen. Und da stellt sich die berechtigte Frage, ob man Geld mit der Bibel verdienen kann, ohne die Bibel verdreht und somit falsch wiederzugeben. Denn die Welt hasst Jesus, wie unter anderem in Johannes 15,18 geschrieben steht, und will mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben. Wie kann es dann sein, dass The Chosen laut deren Webseite von 400 Millionen Menschen angesehen wird, obwohl die Bibel selbst sagt, dass die Welt Jesus Christus und somit auch Gottes Wort hasst? Denn die Bibel ist das Wort Gottes, wie in 2. Timotheus 3, 16 bis 17 geschrieben steht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel ruft uns auch dazu auf, die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind. Und so muss ich das, was ich lese und sehe, mit der Bibel abgleichen. Ich darf mich nicht von meinen Gefühlen verleiten lassen, etwas gut zu finden, nur weil es sich schön anhört oder, ja, weil ich mit der Geschichte mitfieber. Das Wort Gottes ist heilig und unfehlbar. Und die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, dass wer die Schrift verdreht, verflucht ist. Wie zum Beispiel Galater 1, Vers 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Das Wort Gottes gibt mir allerdings auch direkte Handlungsanweisungen, wie ich mit dem Bösen umgehe. Siehe Epheser 5, Vers 10 bis 13. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Wenn ich also eine Serie anschaue, die zum Beispiel unter anderem auf Twitter gepostet hat, dass diese einen authentischen Jesus wiedergibt, dann muss ich erst recht das, was gesagt und gezeigt wird, mit der Bibel abgleichen. Und ich denke, da werden sich die meisten sehr schwer tun und viele machen das auch gar nicht. Denn das meiste, was auf Deutsch, auf YouTube zum Thema The Chosen veröffentlicht wird, ist Lob und Begeisterung, selbst von Pastoren. Die Show ist ja auch professionell gemacht, sieht gut aus und hat charismatische Darsteller. Doch die Bibel ruft uns zur Nüchternheit auf und warnt uns vor Verführung, dass selbst die Auserwählten, das sind diejenigen, die sich zum Herrn Jesus bekehrt haben, verführt werden können. Bei der Beurteilung von etwas und vor allem, wenn es in einem christlichen Gewand daherkommt, muss ich meine Gefühle beiseite schieben und anhand der Bibel prüfen, ob das, was man mir zeigt oder was ich mir anhöre, mit dem Wort Gottes übereinstimmt.
Das Problem bei einer TV-Serie oder einem Film ist ja auch, dass sehr eindrückliche Bilder produziert werden, die sich in unseren Gedanken festsetzen können. Und wenn diese eine biblische Darstellung zeigen, die sogar im Gegensatz zu der Bibel steht, und ich die Aussagen, die dort in der Serie getätigt werden, nicht anhand der Bibel prüfe, dann können sie sich mit dem, was ich in der Bibel lese, vermischen. Und es kann sogar so weit gehen, dass wenn ich in der Bibel etwas von Jesus lese, ich künftig das Gesicht von Jonathan Romy vor mir sehe. It's funny, it's like it's hard for me at sometimes, like when imagining the text now, to not picture the way you guys have portrayed it. You know, it's like, yeah. Those are the images that are in there, you know? Diese jungen Männer sprechen darüber und lachen, dass wenn sie jetzt die Bibel lesen, sie Szenen von The Chosen visualisieren. Nicht umsonst hat Gott uns auch das Gebot gegeben, uns kein Bildnis zu machen. Bei manchen Menschen soll diese Visualisierung so stark sein, dass sie sich nicht mehr auf das Bibellesen konzentrieren können. Das, was diese jungen Männer hier erleben, ist ein dämonischer Einfluss. Und das ist erst recht kein Grund, darüber zu lachen. Aus so etwas entstehen dann auch solch haarsträubende Aussagen, dass Matthäus wirklich sehr authentisch als Autist porträtiert wird, obwohl die Bibel Matthäus nie als Autist dargestellt hat. Tatsächlich war es eine Idee von den Produzenten von The Chosen, Matthäus als Autisten darzustellen. Und ich habe einige solcher Kommentare gelesen, dass sie sich mit Matthäus identifizieren, weil er so ist, wie sie sind. Mit der biblischen Wahrheit hat das aber rein gar nichts zu tun. Das war der Prolog. Jetzt zeige ich euch das kurze Inhaltsverzeichnis, damit ihr sehen könnt, welche Themen ich in diesem Video behandeln möchte. Das erste Thema lautet: Wird The Chosen von Mormonen produziert oder mitproduziert? Danach Dallas Jenkins und seine problematischen Aussagen. An was glauben die Mormonen? Was ist die Lehre von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage? Sind Aussagen, Szenen von The Chosen vereinbar mit der Bibel oder sind sie gar unbiblisch oder gotteslästerlich? Und am Ende spreche ich noch über Jonathan Romy, seine Mission und dann das Fazit. Ich will euch die Wahrheit über The Chosen zeigen, aber möchte erstmal eine Begrifflichkeit bezüglich der Mormonen klären. Im Deutschen heißt deren Kirche Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage oder abgekürzt mit HLT. Im Englischen The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, was auch oft mit Latter-day Saints oder LDS abgekürzt wird. Wenn ich also von Latter-day Saints oder LDS spreche oder ihr das im Video hört, ich habe nämlich viele Videos hier für euch vorbereitet, sind Mormonen gemeint. Beginnen wir mit der Frage, ob The Chosen von Mormonen produziert wird. Im April 2022 wurde auf CBS News folgender Beitrag veröffentlicht. The Chosen räumt mit einem Gerücht auf. Wir werden nicht von Mormonen produziert. Am 26. April gingen die Macher der beliebten Serie in einem Facebook-Post auf Bedenken ein und stellten klar, dass die Serie nicht von den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, produziert wird. Damit ist alles klar, oder? Nicht im geringsten. Ich habe hier einen weiteren Artikel vom 13. August 2022, in dem zwei ausführende Produzenten, nämlich Daryl Eves und Brad Pelo, interviewt werden. Der Artikel wurde auf Leading Saints, einer Webseite von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, veröffentlicht. Also, der Artikel auf CBN News hat klargestellt, dass The Chosen nicht von Mormonen mitproduziert wird. Aber das entspricht nicht der Wahrheit, wie man schon anhand diesen Artikels bereits feststellen kann. Doch es geht noch weiter. Der Co-Produzent Daryl Eves ist Mitbegründer von The Chosen. Daryl Eves lernte Dallas Jenkins kennen, als der einen Kurzfilm über seine Kirche gedreht hatte. Ich zitiere aus Wikipedia. Der Kurzfilm wurde mir gezeigt. Er war einfach erstaunlich. Dallas Jenkins sagte, lass uns eine Fernsehserie machen. So bin ich in das Projekt eingestiegen. Ich traf Dallas und so wurden wir Partner. Daryl, from the beginning, been a partner on this project, so he and I are joined at the hip. From now until Jesus comes. Die Bibel warnt uns, an einem fremden Joch mit Ungläubigen zu ziehen. 2. Korinther 6, 14.
zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Die Bibel meint damit, dass man einfach keine Gemeinsamkeit haben kann mit jemandem, der sich nicht zum Herrn Jesus Christus bekehrt hat. Und ja, dadurch sind auch solche Projekte wie auch solche Filmprojekte zum Scheitern verurteilt, wenn sie zumindest den Anspruch haben, einen authentischen Jesus darzustellen. Wusstet ihr auch, dass in der zweiten Staffel direkt auf einem mormonischen Set gedreht wurde, welches sonst nur von Mitgliedern der LDS-Kirche benutzt werden darf? Wusstet ihr, dass hinter der Streaming-Plattform Angel Studios ebenfalls Mormonen stehen? Auch wenn die LDS-Kirche sich als christliche Kirche bezeichnet, der Glaube der Mormonen ist nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar. Ich werde später noch detaillierter darauf eingehen. Jetzt möchte ich euch auch noch den Geschäftsbericht von The Chosen, Limited Liability Company, zeigen, in dem wir lesen können, wer darin involviert ist. Also Daryl Eaves ist ein Mormone und der Chief Executive Officer. Danach folgt Dallas Jenkins, der Chief Creative Officer ist. Dann haben wir hier Bradley Palo oder auch Brad Palo genannt. Das ist der Präsident und Brad Palo ist auch ein Mormone. Adam Swerdlow ist der Vizepräsident und nicht gläubig. Zu Jeremiah Smith, der Vizepräsident und kreative Direktor, konnte ich leider nichts finden. Catherine Warnock, Vizepräsident Original Content, ist eine Frau, die von sich selber sagt, dass sie keine Schwierigkeiten hat, in Hollywood-Produktionen mitzuarbeiten. Und sie sagt selber, dass sie nicht über den Glauben spricht, sondern ihn lieber zeigt. Und dass sie dadurch Menschen zu Christen macht und mittlerweile in ihrem Arbeitsumfeld alle fromme Christen sind. Und also erstens nehme ich ihr das nicht ab, also dass da alle fromme Christen sind. Und Hollywood ist satanisch. Viele Filme und Serien lästern Jesus direkt. Und ich werde euch einen Beitrag von einer Ex-Hollywood-Drehbuchautorin in der Infobox verlinken, auf Englisch, die sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und vor The Chosen warnt. Der letzte Name ist hier noch Robert Starnes, das ist der Vizepräsident Produkt und Lizenzierung. Das ist der Pastor von der Gretna Brethren Church. Man sieht also, dass es sich hier um ein wildes Potpourri zwischen Mormonen, Nichtgläubigen und Christen handelt. Das ist mehr als problematisch und auch einer von vielen Gründen, diese Serie nicht anzusehen. Aber jetzt zeige ich euch auch noch anhand des Geschäftsberichtes, wer Anteile an The Chosen hält. Dallas Jenkins hält 44% der Anteile, Daryl Eaves 25% und Rick Ray Butler, ebenfalls Mormone, hält 19%. Wer die anderen Anteile hält, das lässt der Geschäftsbericht offen, der laut Aussage nur Eigentümer mit mehr als 10% Anteile auflistet. Es handelt sich demnach hier um mehrere Anleger, die sich die restlichen 12% teilen. Ja, und es könnten sich hierbei um Mormonen handeln, die dann gegenüber Dallas Jenkins die Mehrheit an The Chosen halten würden. Versteht ihr jetzt meine Aussage, dass wenn The Chosen behauptet, nicht von Mormonen mitproduziert zu werden, es sich um eine Lüge handelt? Wenn der Co-Produzent Daryl Eaves Mormone ist und auch ja stolz darauf ist, dass die zweite Staffel auf einem Set gefilmt wurde, welches bisher nur von mormonischen Filmproduktionen genutzt werden durfte, dann kann man ganz stark davon ausgehen, dass The Chosen einen mormonischen Einfluss unterliegt. Denn auf der Webseite von der LDS-Kirche können wir auch Folgendes dazu lesen. Die Serie wird von Weed Angel vertrieben und ist ein wirklich interreligiöses Projekt, bei dem Heilige der letzten Tage, evangelikale Christen, Katholiken und Menschen jüdischen Glaubens zusammenkommen, um dabei zu helfen, die Welt sowohl mit der Menschlichkeit als auch mit der Göttlichkeit von Jesus Christus zu verbinden. Meine Frage an euch lautet, wie soll das gehen? Wie sollen all diese verschiedenen Glaubensrichtungen zusammenkommen? Die Mormonen glauben an eine Werksgerechtigkeit, die Katholiken ebenso. Und die Juden lehnen Jesus mehrheitlich als Messias ab, ja, und warten auf den kommenden König, der sich als der Antichrist entpuppen wird. Wir kommen aber bei dieser Aussage auf der Webseite dem Kern langsam näher, um welche Agenda es sich bei The Chosen handelt. Abgesehen davon,
dass Dallas Jenkins seinem Traum von Hollywood als Filmemacher anerkannt zu werden, durch The Chosen näher gekommen ist. Aber wer ist Dallas Jenkins eigentlich? Dallas Jenkins ist der Sohn von Jerry B. Jenkins und dieser hat den 16-bändigen Bestseller Left Behind, im deutschen Finale genannt, mit Tim LaHaye geschrieben. In dieser Buchreihe geht es um die Entrückung und wie die Protagonisten die Trübsalzeit überstehen. Ich weiß, dass ich den ersten und den letzten Band gelesen habe, denn auch in Deutschland wurden diese Bücher ein Hit. Und als im letzten Band Jesus Christus wieder auf die Erde wiederkehrt, war ich enttäuscht. Denn dieser Jesus, der dort im Buch beschrieben wurde, kam mir seltsam distanziert vor. Ich dachte bei mir damals, das können keine echten Kinder Gottes geschrieben haben. Und das war nun einmal mein Eindruck vor vielen Jahren. Dallas Jenkins ist also mit einem sehr berühmten Vater aufgewachsen und hat sicher den einen oder anderen Rat bekommen, wie man spannende Geschichten erzählt. Er ging in die Gemeinde von Pastor James MacDonald und war sogar im Leitungsteam tätig und hatte offenbar eine so enge Verbindung zu MacDonald, dass er sich ein Tattoo von dem Cover der Buchreihe Vertical Church, die James MacDonald geschrieben hat, stechen lassen, hier in dem Bild zu sehen. Pastor MacDonald wurde jahrelang von Kritikern nicht nur massiver Spendenmissbrauch, ja, er besaß unter anderem eine 2-Millionen-Villa und soll eine private Afrika-Reise durch Spenden finanziert haben, sondern ihm wurde auch Machtmissbrauch und eine in der Gemeinde herrschende kultähnliche Atmosphäre vorgeworfen. Ich selber habe die Videos gesehen, in denen er Geschwister verbal und körperlich angeht, indem er ihre Sitzhaltung aggressiv korrigiert und sarkastisch kommentiert, dass Lehrer niemanden anfassen dürften, Pastoren aber schon. Anstatt sich mit den Kritikern auseinanderzusetzen, ließ er Älteste, die ihn kritisieren, öffentlich in einer Predigt von seiner Gemeinde exkommunizieren und argumentierte, dass er und seine Älteste in Autorität Gottes sprechen würden und man diese zu respektieren hätte. Die Newsseite Christianity Today hat dann auch über die Kritiker berichtet. Und offenbar hat das MacDonald so sehr geärgert, dass dann Folgendes aufgezeichnet wurde. Ich zitiere aus der ChristianPost.com. James MacDonald wurde letzte Woche wegen höchst unangemessener aufgezeichneter Kommentare, die vor kurzem veröffentlicht wurden, sowie wegen anderen Fehlverhaltens aus dem Amt des leitenden Pastors entfernt. MacDonalds Stimme wurde aufgezeichnet, wie er darüber sprach, Kinderpornografie auf dem Computer des CEO von Christianity Today, Harold Smith, zu platzieren und wie er grobe Bemerkungen über die unabhängige Journalistin Julie Royce machte, einschließlich eines Witzes darüber, dass sie eine Affäre mit dem CT-Chefredakteur Mark Gully hatte, sowie eine vulgäre Anspielung auf Ed Stetzer, den Geschäftsführer des Billy Graham Center am Wheaton College. Kann so jemand, der dermaßen übles ersinnt, ein Kind Gottes sein? Nachdem der Pastor gefeuert wurde, distanzierte sich Dallas Jenkins von ihm. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm der Spendenmissbrauch und der Machtmissbrauch des Pastors in all den Jahren entgangen war. Denn die Kritik über James MacDonald wurde bereits seit vielen Jahren von verschiedenen Geschwistern immer wieder erhoben. Für mich war die Distanzierung nur der Versuch der Schadensbegrenzung, da er bereits zu dieser Zeit an The Chosen arbeitete. Ein weiteres Beispiel, dass Dallas Jenkins sich mit Wölfen im Schafspelzen umgibt, ist der Fall Ravi Zacharias. Anlässlich seines Todestages schrieb Dallas in einem Instagram-Post Folgendes. Das Gespräch mit Ravi Zacharias war das, was dem am nächsten kommt, als hätte ich in das Gesicht Jesu geschaut. Dallas bemüht sich dann sogleich im nächsten Satz zu schreiben, dass Ravi natürlich nicht Jesus gewesen sei, sondern ein sündiger Mensch. Aber was für einer. Schon vor dem Tod von Ravi Zacharias wurde dieser des Missbrauchs von Frauen beschuldigt. Er bestritt die Vorwürfe vehement. Nach seinem Tod kam heraus, dass er wirklich mehrere Frauen missbraucht und vergewaltigt hatte und diese mit Drohungen, wie zum Beispiel, dass er sich umbringt, wenn sie darüber sprechen, oder dass sie in die Hölle kommen würden, zum Schweigen gebracht. Die Vorwürfe von den Frauen, die sich öffentlich geäußert haben, die Zahl der Opfer wird höher geschätzt, wurden mittlerweile von einer unabhängigen Untersuchungskommission bestätigt. Und wer sich den Bericht durchlesen will, ich verlinke diesen in der Infobox. Ich gehe so weit zu sagen, dass wer ein Doppelleben führte, Frauen sexuell belästigte und vergewaltigt hatte,
kein Kind Gottes gewesen sein kann und dass Ravi Zacharias nicht dem Angesicht Jesu nahe kam, sondern das Antlitz des Teufels trug. Ravi Zacharias war ein Wolf im Schafspelz, ein Mann, der seine sexuelle Lust mit Gewalt gegenüber Frauen auslebte und anschließend seine Machtstellung benutzte, um sie einzuschüchtern. Bis zu seinem Tod hat er seine Taten bestritten und offenbar nicht bereut, was er getan hat. Ich bin dankbar, dass seine bösen Werke wenigstens ans Licht gekommen sind, und ich erzähle euch diese Geschichten, um zu zeigen, dass Dallas offenbar die Geister nicht unterscheiden kann. Im Fall von Zacharias werfe ich ihm das nicht einmal vor, da offenbar seine Ehefrau auch getäuscht wurde. Aber mir geht es darum, dass Dallas Zacharias ja nicht nur lobte, sondern ihn ja schon fast mit Jesus verglich. Und die Erhöhung von sündigen Menschen, egal wie charismatisch diese uns erscheinen, zeugt nur von geistiger Unreife. Kann so jemand das Wort Gottes verfilmen, ohne es für Unterhaltungszwecke zu verdrehen, wenn er die Wölfe im Schafspelz nicht einmal erkennen kann und vor denen uns das Wort Gottes warnt? Doch was ist eigentlich das Lebensziel von Dallas Jenkins? In dem Interview An Interview with an Evangelican and a Mormon erzählt Dallas davon, wie er ein anerkannter Filmemacher in Hollywood werden wollte und einen christlichen Film produziert hatte, der allerdings an den Kassen floppte. I've been making movies for about 20 years, and a few years ago I had a feature film that was produced with some of the biggest companies in Hollywood, and it was the first project that I had done where it was financed outside of my own sphere of influence. I mean, it was financed by Hollywood production companies. It was distributed by Hollywood production companies. I had essentially arrived, I think, for lack of a better term. I'd achieved the goals that one of the goals I had set for myself, which was to arrive in Hollywood, to be kind of a legitimate filmmaker. And the cool thing about it was, it was still a faith-based film. It had a very strong evangelical message. The movie was set in a church. I mean, I had everything that I wanted. And then the movie completely bombed at the box office. And all of those partners who were so excited about that movie and about future movies with me, they all stepped away and went back to doing what they did best. And they felt like they had dipped their toes in the faith-based waters and didn't need to do that anymore because it didn't work. So in just a couple of hours, I went from a director with a very bright future to a director with no future. Hollywood ist satanisch, bis ins Mark. Wenn du ein echtes Kind Gottes bist, dann kannst du nicht in Hollywood erfolgreich sein. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Dallas Jenkins geht es nicht darum, das Evangelium zu verbreiten, sondern berühmt und erfolgreich in Hollywood zu werden. Dass er letztendlich die Bibel genau dazu benutzt und verdreht und auch Profit daraus schlägt, um seinen Lebenstraum ein Stück näher zu kommen, scheint ihn nicht zu stören. Aber die Bibel sagt uns eben auch, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Lukas 16,13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dallas Jenkins ist sich bewusst, dass viele Christen es schwierig finden, wenn Mormonen hinter dem Projekt The Chosen stecken. Sei es als Produzenten, Mitarbeiter oder wie bei der Angel Studios Streaming-Plattform. Das ist ja die Streaming-Plattform, die die App VidAngel betreibt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht so gerne den mormonischen Einfluss bei The Chosen erwähnt. So, what was your reaction, or I guess was there a reaction, when a bunch of Latter-day Saints from VidAngel approached you and were like, let's make this happen, you know? Oh, yeah. It's funny. The Latter-day Saints at VidAngel are fully aware, and we're fully aware when we first started meeting and talking about this project, that publicly speaking, it might not necessarily be the best thing for the show if people know that Latter-day Saints are behind at least the distribution of it. As you know full well, in the evangelical community, I'm not necessarily proud to say Latter-day Saints don't have the best reputation. To put it mildly, yes. Es mag nicht gut für die Show sein, wenn Menschen wüssten, dass Mormonen hinter The Chosen stecken, und das nicht nur beim Vertrieb, wie ich ja bereits zu Beginn bewiesen habe.
Ja, warum nicht? Weil der Glaube der Mormonen unvereinbar mit dem christlichen Glauben ist. Trotz des Einflusses von der LDS-Kirche betont Dallas Jenkins mehrfach in Interviews, dass die Show einen authentischen Jesus zeigen würde. The Chosen has become a movement that we didn't even see coming. When we decided to finance this show through crowdfunding and we ended up shattering the all-time crowdfunding record. The Chosen is a multi-season show that authentically shows you Jesus through the eyes of those who actually met him. Well, the whole reason we're doing it is we want to introduce the authentic Jesus to a billion people around the world. That's the goal. We want to introduce the authentic Jesus to a billion people. I believe the show is kind of an unvarnished look at the authentic Jesus. The content itself is different, how we're showing the Jesus from different perspectives and including these backstories and cultural content. And do you look at the show as a kind of ministry? Well, I'm very careful about saying that, but yes, I think it's a career. It is a business. We're not a nonprofit. We're not a church. We're not connected with any formal church. The calling of my life is to make Jesus known. It's been a huge hit. It's such an easy thing to watch. Like, the Bible's complicated and sometimes hard to understand, but watching The Chosen has really broken down Jesus and truly who he is. Doch kann die Show einen authentischen Jesus zeigen, wenn Brad Pilo, Mormone und ausführender Produzent, Folgendes im Interview sagt? So the mission of The Chosen is not to be scripture. Yeah. It's not to pretend that we know exactly what Jesus was like or what his friends were like. Simply to present him in the language, really, of a modern generation. Yeah. Brad Pilo bestätigt sozusagen, dass die Mission von The Chosen eben nicht ist, sich anhand der Bibel zu orientieren, und bekräftigt in dem Interview, dass er nicht wisse, wie Jesus und seine Freunde wirklich waren. Er will dieser Generation einen modernen Jesus vorstellen. Und damit bestätigt er, dass The Chosen nicht den biblischen Jesus, sondern einen anderen, einen falschen Jesus der Welt zeigt. Und das erklärt auch, warum The Chosen so ein massiver Erfolg in der Welt geworden ist. Daryl Eves, der genau wie Brad Pilo ein Tempelmormone ist, erzählt im selben Interview, warum er diese Show liebt. And what I love, and this is why I love the show, is the controversial moment of Jesus preparing for the Sermon on the Mount, how he prepared, okay? Mm-hmm. Was it plausible what it happened? We don't know. Yeah, right. We don't right. know. Yeah. We don't know. Yeah. But I love the Beatitudes. Therefore, do not be anxious about your life, what you'll eat, what you'll drink, or about your body, what you'll put on. Jesus. Yes. Please come. We'd like to show you something. I'm preparing, Emma. Yeah, it's not fact. I don't know that he needed to prepare a sermon. Some people seem to know for certain that he never did. And I just thought, I don't know how you can know that. War die Szene von der Bergpredigt plausibel? Wissen wir nicht, wiederholt Daryl Eves mehrfach. Aber er liebt die Attitüde dieser Szene. Und dann sehen wir, wie Jesus seine Bergpredigt einübt. Als wäre er sich nicht sicher, was er sagen würde. Und in einem anderen Interview spricht Dallas Jenkins darüber, dass er nicht wüsste, ob Jesus für seine Rede üben musste. Und ja, manche Leute seien sicher, dass Jesus niemals für seine Reden üben musste, und Dallas fragt in die Runde, wie man das denn wissen könne. Nun, Dallas, Jesus Christus ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Und er hat nie einen sündigen Menschen für seine Reden konsultiert. Du hast einen Menschen aus Jesus gemacht. Aber das Wort Gottes stellt klar, dass Jesus Christus zu jedem Zeitpunkt wusste, was er reden sollte. Johannes 12, Vers 49 bis 50. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wenn die Zuschauer also sehen, wie Jesus seine Bergpredigt einübt, dann betreibt man hier übelste Gotteslästerung. Alleine diese Szene reicht aus, um die Show zu verwerfen. In einem anderen Interview gibt Dallas zu, dass die Show nicht die Bibel korrekt wiedergibt.
We're doing 56 episodes of this show, and most of the content of this show is not directly from Scripture. I know that sounds horrible, but it's true. If you watched episode 1 of season 1, almost none of that is from Scripture. If you watch episode 2 of season 2, none of it is from Scripture. Episode 3, none of it from Scripture. Episode 4, most of it not from Scripture. Therefore, it is a guarantee that we are going to disagree sometimes. You are not always going to agree with everything that I decide in my portrayal of Christ or of the followers of Jesus. Wenn das meiste, was die Show zeigt, nicht aus der Bibel stammt, sondern sich ausgedacht wurde, wie kann die Show dann einen authentischen Jesus wiedergeben? Das ist nicht möglich. Aber es war ein gutes Verkaufsargument und offenbar glauben nach wie vor viele Menschen, die diese Show sehen, dass hier der echte Jesus der Bibel vorgestellt wird. Oder manche sagen ja auch, dass Jesus jetzt realer für sie sei, dank der Show. Aber wenn diese Show einen falschen Jesus darstellt, dann kann auch nur ein falscher Jesus realer für diese Person sein und diese Person von dem echten Jesus wegführen. Was mir bei Dallas auch aufgefallen ist, ist der merkwürdige Umgang mit Kritik. Er veröffentlicht manchmal Kritiken und gibt dann sarkastische Kommentare dazu ab oder macht sich gleich darüber lustig. Da wird ihm vorgeworfen, dass er genauso geldgierig wie sein Vater sei und nicht für die Wahrheit, sondern für Profit stehe. Dass er einen Witz aus allem machen würde und dass er die Apostel und Jesus wie schlechte Komiker darstellen lässt. Dallas Antwort: Er fühle sich geehrt, dass man ihn mit seinem Vater vergleicht. Ein anderer Kritiker schreibt, dass The Chosen Menschen in die Hölle führt und nicht zu Jesus. Und dass The Chosen nicht nur die rote Linie überschritten, sondern darüber gehüpft und einen kleinen Tanz aufgeführt hätte, um zu zementieren, wie sehr diese Serie die rote Linie überschritten hätte. Die Antwort von Dallas: Das ist unerhört, wir tanzen nicht. Tanzen ist eine Sünde. Mit so einer Antwort macht er sich lustig über den Kritiker, der meines Erachtens den Nagel mit seiner Kritik auf den Kopf getroffen hat. Und Dallas wendet den Fokus damit auch weg von der Aussage des Kritikers hin, ja, zu dem Tanzen. Viele Kommentatoren unter diesem Facebook-Post verstehen die Antwort von Dallas so, dass der Kritiker das Tanzen als Sünde bezeichnen würde, was aber überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und so machen sich dann auch viele über den Kritiker lustig, anstatt zu begreifen, dass derjenige darüber schrieb, dass The Chosen die rote Linie, also dessen, was moralisch und biblisch richtig ist, nicht nur überschritten hat, sondern auch offenbar stolz darauf ist und auf der anderen Seite der roten Linie einen Tanz aufführt. Es ist bedenklich, dass die Anhänger von The Chosen sofort diese Serie verteidigen, anstatt anhand der Bibel zu prüfen, ob die Show Gott verherrlicht oder lästert. Es ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass Dallas Jenkins oft zu Gast bei Mormonen ist und natürlich dann auch die Gelegenheit bekommt, über den Gott der Bibel zu sprechen und zu evangelisieren, wie zum Beispiel hier bei Glenn Beck. I don't think God's gonna, you know, send me to a lake of fire and brimstone because I didn't go to the right college. You know, I was going to the wrong church. I was doing that. He is. I don't want to be around a God like that. I mean, if he's like, you know what, you're a good person, you lived a good life, but sorry, you went to the wrong place. Dass ein Mormone nichts mit dem Gott der Bibel anfangen kann, wundert mich nicht. Die Mormonen glauben übrigens, dass wenn man in der Hölle landet, dass man dort noch die Chance bekommt, das Evangelium zu hören und somit auch die Möglichkeit der Buße bekommt, so dass man aus der Hölle in den Himmel aufsteigen kann. Das ist eine Irrlehre. Die Bibel sagt, dass nach dem Tod das Gericht folgt. Für die einen zum ewigen Leben und für die anderen zum ewigen Tod. Gee, Dad, I think that's a little harsh, don't you? You missed point 47 out of the 52 points that I had given. Therefore, you're right. Yeah, his point right. was you're missing all of them. You can't get you're yes. missing all 52. Yes. You're missing it all. Even when you think you got it, you don't. So just keep surrendering to me. Keep that cycle of repentance going. Not because you're pouring ashes on yourself, but because it leads you to gratitude. Dallas spricht immerhin hier die Notwendigkeit an, dass man eben nicht nur bei einem Punkt, sondern bei der ganzen Liste fehlschlägt, wenn man nicht Buße tut.
Aber Glenn Beck scheint das nicht zu verstehen und Dallas geht leider nicht intensiver darauf ein. Die Wahrheit ist nun einmal, dass eine Sünde bereits ausreicht, um verurteilt zu werden. Und die große Gnade Gottes ist, dass er auf die Erde kam, Mensch wurde, ein Leben ohne Sünde lebte, um am Kreuz auf Golgatha die Sünden der Menschheit zu tragen, damit ich, sündiger Mensch, aus Glauben gerettet werden kann. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Nur verlorene Menschen machen sich über Gott und die Hölle lustig und Glenn Beck ist ein verlorener Mensch, der noch auf dem breiten Weg geht. Ich persönlich hoffe, dass Dallas Jenkins ein echtes Kind Gottes ist. Und wenn er das nicht ist, dass er erkennt, dass er von Satan verführt wurde und umkehren muss. Seine Aussagen zur Bibel, zu Jesus Christus sind beunruhigend und oft theologisch falsch, wie wir später noch mehr davon sehen und hören werden. Kommen wir zum nächsten Thema. An was glauben die Mormonen? We're good. Okay. No? Do you believe you're going to become a god one day? Yeah. Why? It is in the scriptures and the prophets have told Where? Us. It's all throughout the scriptures. Where? If you really want to know, I guess you could search the scriptures yourselves. But... You know, the Bible actually says in Isaiah 43:10, before me there was no god formed, neither shall there be after me. I'm the first and I'm the last. Besides me, there is no God. Joseph taught that there were gods before God, and you could become one day. Yeah. The scriptures condemn that. And you're on your mission telling people about a God and a gospel that's contrary to the scriptures. Then again, the Bible has been translated multiple times, and through that, many things have become lost, which I guess is one reason why there's So you disagree with Jesus when he says that heaven and earth will pass away, but his words will by no means pass away? Well, I guess it's kind of like this, like, we're like spirits of our Heavenly Father or God, right? And like, why would he create something that, why would he be something that we can't become, because he is our Heavenly Father. And okay, so we're talking about the God issue now. Okay, so Jesus did say that God will preserve his word, but the Bible does teach that there's a distinction between God as creator and us as creatures. We're not... We have a carnal mind. All right, yeah. Isaiah chapter 43:10. You should take a look at that tonight, Elder, and know that you should repent of this mission and the gospel and the God that you're telling people about. You're going to be... Everything that I teach is correct. You're going to be held accountable for it one day, Elder. Yeah, it'll be held accountable for what is correct. You'll notice that you had no response to the scriptures. Zunächst möchte ich betonen, dass die Mormonen wahrscheinlich die nettesten Menschen auf der Welt sind, weil sie sich so sehr bemühen, in den Himmel zu kommen. Mir geht es hier nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern den Unterschied zwischen der LDS-Kirche und der Bibel, dem Evangelium, aufzuzeigen und auch Mormonen in diesem Video anzusprechen, damit diese anhand der Bibel prüfen und sich retten lassen durch den biblischen Jesus Christus. Die LDS-Kirche glaubt unter anderem, dass es nur in ihrer Kirche echte Propheten gab und dass nur ihre Doktrin zum Heil führt. Genau dasselbe lehrt auch die katholische Kirche. Wie in dem Video bereits gezeigt, glauben Mormonen unter anderem, dass wenn sie sich redlich bemühen, irgendwann zu einem Gott werden. Joseph Smith war Begründer dieser Glaubensrichtung, verstand sich als Prophet und war ein Freimaurer. Es ist kein Wunder, dass sich freimaurerische Symbole auf ihren Tempeln wiederfinden, wie zum Beispiel hier den freimaurerischen Handschlag oder hier das Auge des Horus, das allsehende Auge Satans. Auch die Pentagramme dürfen nicht fehlen. Schon alleine an diesen Symbolen wird offensichtlich, wer die Religion der Mormonen wirklich begründet hat. Der Mörder und Lügner von Anfang an. Aber machen wir weiter mit der Vision, die Joseph Smith ereilt hat. Er behauptet, dass ihm Gott, der Vater und Jesus Christus 1820 erschienen sei. Später dann ein Wesen namens Moroni, welches ihm den Auftrag gab, ein Buch von Goldplatten zu übersetzen, welches die Fülle des Evangeliums enthalten und in einem Hügel mit dem Namen Cormorah in der Nähe von Manchester aufbewahrt sei. Der mormonische Jesus, von dem Joseph Smith behauptet, direkt von ihm abzustammen, zeugte angeblich eine Reihe von Kindern, bevor er gekreuzigt wurde.
Joseph Smith behauptet zudem, dass er Visionen von Geistwesen gehabt habe, die ihm den Auftrag gaben, die Kirche der Mormonen zu begründen, weil alle christlichen Glaubensbekenntnisse ein Gräuel wären. Nachdem er die Goldplatten übersetzte, gab er diese dem Engel zurück, sodass diese nicht mehr untersucht werden konnten. Das ist die Version von Joseph Smith. Die Bibel sagt allerdings uns, dass es keine anderen neuen Offenbarungen mehr geben wird, vor allem keine, die im direkten Widerspruch zu dem Wort Gottes stehen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Mormonen glauben, dass der Weg zu einem Gott über die Ehe führt. Joseph Smith hatte nach vorsichtigen Schätzungen zwischen 30 und 40 Frauen. Davon war die jüngste 14 und die älteste 56 Jahre alt. Weil nach Joseph Smith weitere LDS-Propheten neue Lehren hinzugefügt haben, ist es oft nicht leicht, die aktuell geglaubte Lehre der LDS-Kirche herauszufinden. Brigham Young, der Nachfolger von Joseph Smith, fügte einige weitere Lehren hinzu, die in einem Zeichentrickfilm, der von vielen heutigen modernen LDS-Kirchen abgelehnt wird, vorgestellt wird. Doch Brigham Young wird bis heute als Prophet von der LDS-Kirche angesehen und deswegen habe ich beschlossen, auch diese vorzustellen. Nicht alle, aber einige. Ich habe mich allerdings nicht nur beim Zeichentrickfilm bedient, sondern auch versucht, die Lehre von den offiziellen Webseiten der LDS-Kirche mit der Bibel abzugleichen. Und vor allem auch zu prüfen, ob das, was in dem Zeichentrickfilm gezeigt wird, der Doktrin der LDS-Kirche entspricht. Die Liste hier ist eine Kurzfassung und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll vor allem den eklatanten Unterschied zwischen der Bibel, dem Wort Gottes und dem Buch Mormon darstellen. Elohim ist der himmlische Vater der Mormonen und lebt mit seinen vielen Göttinnen Frauen auf einem Planeten in der Nähe des Sterns Kolob und zeugt mit ihnen Geistkinder. Luzifer und Jesus Christus sind spirituelle Brüder. Durch den Ratschluss von Elohim wurde die Gründung des Planeten namens Erde beschlossen. Luzifer und Jesus argumentierten, wer der Retter der Welt werden wird. Luzifer wird überstimmt und wird durch Revolte, bei der er ein Drittel der Geistkinder auf seine Seite zieht, zum Satan. Adam ist der Erzengel Michael. Brigham Young lehrte, dass Elohim als Adam auf die Erde mit einer seiner Frauen gekommen ist, um die menschliche Rasse zu begründen. Brigham Young schreibt in einem Text ausdrücklich, dass es Gott der Vater und nicht der Heilige Geist war, der Jesus zeugte. War Jesus Christus verheiratet? Die offizielle Doktrin ist neutral in diesem Ding. Jedoch glauben nicht wenige Mormonen, dass er mit Maria Magdalena verheiratet war, da eine Heirat essentiell zur Erlösung und Vergöttlichung beitrug. Die Trinität wird abgelehnt. Folglich glauben Mormonen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei verschiedene Götter sind. Demnach ist Jesus nur ein Gott und nicht der Gott. Das Buch Mormon wird als gleichwertige Fortsetzung gegenüber der Bibel angesehen. Die Mormonen glauben, dass man in der Hölle Buße tun kann, um erlöst zu werden. Mormonen hoffen, dass, wenn sie gehorsam gegenüber der LDS-Doktrin sind, im endgültigen Gericht ihre Würdigkeit anerkannt wird und sie so zu Göttern werden. Die LDS-Doktrin lehrt, dass jeder vor dem finalen Gericht stehen wird und dass sie von Jesus Christus aufgrund ihrer Werke gerichtet werden. Deswegen glauben sie, dass menschliche Werke zum rettenden Glauben hinzugetan werden müssen. Und darum sind auch so viele Mormonen eifrige Missionare. Viele von ihnen leben mit der Angst, nicht genug zu tun, um Erlösung zu finden, ganz zu schweigen, dass sie glauben, selbst eines Tages ein Gott zu werden. Versteht ihr jetzt, wenn ich sage, dass der Glaube der Mormonen unvereinbar mit dem biblischen Glauben ist? Doch selber sehen sie sich als Christen an. Auf ihrer offiziellen Webseite behaupten sie, Christen zu sein und an denselben Jesus zu glauben. Spätestens jetzt sollten alle roten Warnleuchten angehen, wenn Mormonen bei The Chosen eng mit Dallas Jenkins zusammenarbeiten und er diese auch als seine Brüder und Schwestern bezeichnet, die denselben Jesus anbeten. Beautiful things about this project has been my growing brother and sisterhood with people of the LDS community that I never would have
known otherwise, and learning so much about your faith tradition, and realizing, gosh, for all the stuff that maybe we don't see eye to eye on, that all happened, that's all based on stuff that happened after Jesus was here. The stories of Jesus we do agree on, and we love the same Jesus. That's not something that you often hear. Sometimes it's like, oh, they believe in a different Jesus than we do. Statement. Yeah. No, it's the same. I mean, I'll sink or swim on that statement, and it's controversial. I've made it very clear that if I go down, I'm going down swinging, protecting my friends and my brothers and sisters. And so I don't deny we have a lot of theological differences, but we love the same Jesus. Wer ein Mitglied der LDS-Kirche ist, kann gar nicht denselben Jesus wie ein wiedergeborenes Kind Gottes anbeten, außer dieser hat sich gerade zum biblischen Jesus Christus bekehrt. Dann wird allerdings auch der Heilige Geist ihm den Unterschied zwischen dem Buch Mormon und der Bibel zeigen und ihn schließlich aus der LDS-Kirche herausführen. Das Interview, in dem Dallas sagte, dass Mormonen und Christen an denselben Jesus glauben, hat einige Wellen geschlagen, so dass er sich zu einer Stellungnahme genötigt sah, wo er klarstellte, dass er das nicht gesagt hat. So, let's just start with the central question. Is it true that I said, which is what you've seen in some headlines or seen in some titles of videos, Dallas Jenkins says, quote, and then it'll say Mormons or LDS, whatever term that they want to use, Mormons and evangelicals love the same Jesus, or LDS are Christians. Is it true that I said that? And the answer is no, I did not. The stories of Jesus we do agree on, and we love the same Jesus. I don't deny we have a lot of theological differences, but we love the same Jesus. I happen to be speaking about, and when I've talked about my brothers and sisters in Christ, and I've talked about those LDS folks that I know who love the same Jesus I do, I'm referring to some of the friends that I have who identify as LDS, who I've gotten to know very deeply over the last few years in particular, and have had hundreds of hours of conversations with, and I stand by the statement that those friends of mine that I'm referring to absolutely love the same Jesus that I do. As I've said many, many times, the content of the show has zero influence or input from any formal faith tradition or church. None. That content of the show is where I believe you're going to see you're going to see the totality of, or at least the totality of my beliefs about Jesus of the Gospels and Jesus of Nazareth. Nach seiner Stellungnahme gab er dann aber ein weiteres Interview mit David Snell, wo er noch einmal betonte, dass er die LDS-Leute, die er kenne, und er scheint viele zu kennen, an denselben Jesus glauben wie er. I'll just say, yeah, it's been quite a ride. It all came out of my conversation with you. I said that you, that many LDS folks and I love the same Jesus. I still believe that. It's gotten me in a lot of trouble, but I still believe that, and I'm not, I have a bit of a superpower in that I don't really care if something that I say that I passionately believe is criticized. I care, of course, if I'm wrong. I care if I believe in healthy correction. But I also, when I went back to the interview, my conversation with you, and I was like, what did I say that caused this much angst for some people? And I believe actually in the first interview, I was pretty nuanced with you. I actually said, I'm not LDS. I disagree with a lot of LDS things. It's just that the people that I know, at least the majority, especially when we're talking about Jesus of Nazareth, Jesus of the Gospels, we love the same Jesus. We may have some strong differences of opinion, and you may believe some things about Jesus before the Gospels, and particularly after the Gospels. And realizing, gosh, for all the stuff that maybe we don't see eye to eye on, that all happened, that's all based on stuff that happened after Jesus was here. We may have some strong differences of opinion, and you may believe some things about Jesus before the Gospels, and particularly after the Gospels, but
I believe that I have come to know deeply some LDS folks that I would die for, that I would crawl on glass with, that I have crawled on glass with for this project, and who share my belief to make the authentic Jesus known to the world. Das hier ist die offizielle Homepage von der LDS-Kirche. Sie glauben Folgendes. Die Bibel und das Buch Mormon sind gleichberechtigt. Die LDS-Kirche glaubt nicht, dass Gott aus drei Personen besteht. Für sie war Jesus also nicht Gott, sondern ein Gott. Man muss tatsächlich ein wenig googeln, um auf ein Statement von der LDS-Kirche zu stoßen, dass sie wirklich glauben, dass Jesus Christus und Luzifer spirituelle Brüder sind. Und alleine diese Aussage beweist, wer der Urheber dieser Religion ist. Denn Satan ist ein geschaffenes Geschöpf, ein gefallener Engel, und er will Gott sein, aber er ist es nicht. Jesus Christus hingegen ist Gott. Er ist der Messias und der einzige Weg zur Erlösung. Und die Bibel ist das lebendige Wort Gottes und mit der Offenbarung abgeschlossen. Offenbarung 22, Vers 18 bis 21. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich möchte euch ein Zitat von einer Schwester an Christus mitgeben, die früher ein Mitglied der LDS-Kirche gewesen ist. Im Christentum ist Gott allwissend und in der LDS-Kirche weiß ein Gott nicht alles. Und das fasst den Unterschied zwischen dem Evangelium und der LDS-Doktrin gut zusammen. Jetzt möchte ich das Kapitel hier mit einigen kurzen Zeugnissen ehemaliger Mormonen mit euch beenden, die durch das lebendige Wort, nämlich den Messias Jesus Christus, gerettet worden sind und den wahren Frieden, den die Welt nicht kennt, gefunden haben. Paula Johnson. Das wahre biblische Verständnis des Evangeliums wird sie verändern, wenn sie sich die Zeit nehmen zu lesen und zu studieren, wer Gott ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich bete für meine Familie, dass sie gerettet wird und durch das Evangelium, wie es in der Bibel gelehrt wird, zur wahren Erlösung in Christus kommt. Sari J. Merrick. Ich bin auch ein ehemaliger Mormone. Das Lesen der Bibel und das Gebet haben mich von dieser Praxis weggeführt. Ich könnte nicht mehr Frieden verspüren. Der einzige Weg zum Vater führt über den Sohn. KG. Ex-Mormone hier. Ich war nie genug als Mormone und ich konnte nie genug tun, egal wie sehr ich es versuchte. Ich bin von der Gnade Christi berührt worden und bin endlich frei und ein neuer Mensch in Christus. Jeff L. Anglesey. Ich bin auch ein ehemaliger Mormone. Ich bin so froh, dass wir die Kirche verlassen haben und Christen geworden sind. Als mir gesagt wurde, dass ich durch die Gnade und den Glauben, dass Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, gerettet werden kann, brach ich zusammen und weinte. Sind Aussagen, Szenen von The Chosen vereinbar mit der Bibel oder sogar gotteslästerlich? Die Bibel ruft uns auf, die Quelle zu prüfen, denn aus einer bitteren Quelle kann niemals Süßes hervorkommen. Schon alleine deswegen kann die Serie The Chosen nicht nur nicht bibeltreu sein, sondern sie ist gotteslästerlich, weil verlorene Menschen an dieser Serie arbeiten. Zum Beispiel gab es die negative Werbekampagne von The Chosen mit Satan, wo Dennis Jenkins sich auch wieder mal dafür rechtfertigte, wäre Zurückrudern eine olympische Disziplin, Dallas hätte die reale Chance, auf dem Treppchen zu stehen. Dieser YouTube-Kanal, den ich euch hier zeige, ist eine offizielle Werbekampagne von The Chosen. In diesen kurzen YouTube-Film macht Satan sich über die Serie lustig
und versucht, Menschen davon abzuhalten, diese anzusehen. Ziel dieser Kampagne war es, Menschen anzusprechen, die ein negatives Bild vom Christentum haben, ja, und sich dann so eine Kampagne ansehen, um zu begreifen, dass The Chosen auch lustig sein kann. Aber was für Menschen spricht man an? Es sind Spötter, die sich über Gott lustig machen wollen. The Chosen wirbt ja gerne mit dem Spruch "Get used to different", was so viel wie bedeutet "Gewöhn dich an anders". Damit wollen die Macher von The Chosen ausdrücken, dass sie eben anders sind, als die Menschen von der Welt sonst die Christen und Jesus wahrnehmen, damit eben auch diese die Serie ansehen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Doch was sagt uns das Wort Gottes dazu? Johannes 15,18: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ich finde auch den Ausdruck "binge Jesus" einfach grauenvoll. Wisst ihr, dass es im Englischen auch den Ausdruck gibt "binge eating disorder"? Das ist eine Essstörung, wo Leute sich mit Essen vollstopfen. Das Wort "binge" bedeutet so viel übersetzt wie verschlingen, fressen. Und so geht man nicht mit der Schrift um. Das Wort Gottes ist heilig. Und ich brauche Zeit und Ruhe, um dieses auch zu verstoffwechseln. Und immer wenn man etwas modernisiert, dann wird es automatisch gotteslästerlich. Weil Gott ist heilig und sein Wort ist heilig, weil er ist das lebendige Wort. Zurück zu "Get used to different". Anstatt "Get used to different" zu proklamieren, sage ich "Get used to scripture". Gewöhne dich an die Schrift, an das Wort Gottes und prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn wenn eine Serie, die das Leben Jesu mitsamt seinen Jüngern zeigt, von der Welt gefeiert und von Millionen Menschen angesehen wird, dann kann es sich hier nur um ein anderes Evangelium und um einen anderen Jesus handeln. Denn das Wort Gottes sagt uns ganz klar, dass die Welt Jesus Christus hasst und darum auch uns, die wir uns zum Herrn Jesus Christus bekehrt haben. Jetzt möchte ich euch einige Szenen aus The Chosen zeigen, die im Widerspruch zur Schrift stehen und nicht selten sogar gotteslästerlich sind. I owe you everything. But I just don't think I can do it. Do what? Live up to it. Repay you. How could I leave? How could I go back to the place I was? And I didn't even come back on my own. They had to come get me. I just can't live up to it. Well, that's true. But you don't have to. I just want your heart. A father just wants your heart. Give us that, which you already have. And the rest will come in time. Jesus möchte unser Herz und betont, dass das auch der Vater möchte. Nur unser Herz. Doch das, was da Jesus in The Chosen sagt, steht im Widerspruch zur Bibel. Im 1. Mose 8, 21 lesen wir, dass das Trachten des Herzens von seiner Jugend auf an böse ist. Es ist pures New Age, wenn der Jesus von The Chosen darüber spricht, dass er das Herz möchte. Wir finden keine Bibelstelle, die Jesus diese Worte sprechen lässt. Dafür aber, dass der Mensch sündig ist und umkehren muss von seinem falschen Weg. I am proud of you. Maybe wait to say that until after I'm done. In case I mess up in front of such a big crowd. Whatever you say will be beautiful. Wir sehen hier Jesus mit Maria, die kurz vor seiner Bergpredigt zu ihm sagt, dass sie stolz auf ihn ist. Er antwortet, dass sie mit dem Lob warten sollte, bis er die Rede beendet hat, im Falle, dass er diese vermasselt, angesichts der großen Menschenmenge. Und sie antwortet mit, dass alles, was er sagt, bewundernswert sein wird. War es möglich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes und Gott selbst,
unsicher vor der Bergpredigt gewesen ist und sich von Maria hat trösten lassen? Merkt ihr, dass hier die Göttlichkeit von Jesus Christus in dieser Szene von den Produzenten einfach verleugnet wird und dass Maria eine viel zu wichtige Rolle spielt? Die Bibel ist eindeutig. Weder war Jesus aufgeregt vor einer Predigt, noch musste er sich von Maria bestätigen lassen. Jesus Christus ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott und er lebte auf dieser Erde ein sündloses Leben. Er sprach mit göttlicher Autorität, denn Jesus Christus ist Gott. Aber nicht nur bei den Katholiken wird Maria eine unbiblische Rolle zugeordnet. Die biblische Maria hat sich immer Jesus untergeordnet, sondern auch die Mormonen geben Maria eine wichtige Vermittlerrolle im abrahamitischen Bund. Der biblische Jesus brauchte nie die Hilfe von Maria oder den Jüngern, um eine Rede vorzubereiten, denn, und ich wiederhole mich in dem Fall gern, Jesus Christus ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Johannes 12, Vers 49 bis 50. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. If a man takes his brother's wife, it is impurity. He has uncovered his brother's nakedness. They shall be childless. I understand this against the law of Moses, but I'm here for bigger purposes than the breaking of rules. You minimize incest? Of course not. What if the laws of Moses will be minimized? All of this will be addressed. I'm not ready to get into the specifics. You appear to be not ready to get into the specifics of a lot of things. For instance... Stay on topic. The romantic lives of rulers and kings has been and always will be of enormous fascination to people. It was covered at length in Torah. I don't see why you feel the need to focus on it now. He's a client king, or tetrarch, or whatever. He's one of us, and he's unlawful. I am not afraid of him. He may not be as bad as his father, but he is still bad. I'm gonna march straight into his court, and I'm gonna tell him to his face. My followers will love it. The real John the Baptist of the Bible would never have questioned Jesus in this way. But this is obviously a false Christ, so it's kind of okay, I guess, if you look at it that way. But nonetheless, the real John the Baptist would never have challenged the real Jesus in this way because he said that he was unworthy even to untie his sandals. That's what the real John the Baptist said. And so therefore, I think that scene is absolutely ridiculous. And I certainly don't think that Jesus would have been persuading John the Baptist not to challenge King Herod because the Holy Spirit was leading John the Baptist and Jesus knew that. Johannes der Täufer hätte niemals mit Jesus diskutiert. Denn er sagte laut der Bibel, dass er nicht würdig sei, die Schnürsenkel der Sandalen von Jesus zu lösen. Auch hätte Jesus nicht versucht, Johannes den Täufer davon abzuhalten, Sünde anzusprechen und ihn quasi mit den Worten, dass momentan nicht die Zeit dafür ist, abzuspeisen. Die gesamte Szene lästert Gott, da Johannes der Täufer bereits im Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und dieser niemals mit Jesus Christus diskutiert hätte, da Gott sich nicht widerspricht. Auch finde ich, die Bilder, die The Chosen auf Facebook von Johannes dem Täufer veröffentlicht hat, sie sind oft sehr dunkel und er erscheint ungepflegt und sogar mit gelben Zähnen. Es scheint, als ob dahinter eine weitere Gotteslästerung steckt, denn Johannes der Täufer war der Vorbote von dem Messias, Jesus Christus. Warum man Johannes den Täufer als abstoßend und unheimlich darstellen will, bleibt ein Geheimnis der Produzenten. Aber es wird noch schlimmer. Denn Simon, der später Petrus genannt wird, nennt Johannes den Täufer mehrmals creepy, was auf Deutsch mit unheimlich oder auch gruselig übersetzt werden könnte. I was standing next to John the Baptizer. What? Creepy John. And he walked by, like out of nowhere. And John freaked out. He said, "Behold, I'm eating a new bug." Yes, that
It reminds me of a time with John. Simon calls him Creepy John. No, that's good. I like that. Pardon me if I'm not exactly jumping out of my sandals because Creepy John pointed at someone. Sounds like you're in a war out there with John the Baptizer. Now, the Bible tells us that John the Baptist was filled with the Holy Spirit from his mother's womb. It also tells us that he went forth in the spirit and power of Elijah. And Jesus said that among men born of women, none has arisen that is greater than John the Baptist. Now, what made John the Baptist the way he was the fact that he was indwelt by the Holy Spirit from his mother's womb. And when the author of this show, the director of this show, has Simon Peter mocking John the Baptist, calling him Creepy John, it seems to me that is borderline blasphemy, because John is the way he is because of the presence of the Holy Spirit in him from his mother's womb. It's very serious stuff. I seriously think there's something wrong with that guy for putting those words in the mouth of Simon Peter. Ich kann meinem Bruder nur zustimmen, dass es sich um eine fürchterliche Gotteslästerung handelt, Johannes den Täufer in der Szene als creepy zu bezeichnen, ja, und auch ein abstoßendes Bild von ihm zu vermitteln. Es war dann für mich auch keine Überraschung mehr, dass Johannes der Täufer von David Amito gespielt wurde, der ein Satanist ist. Das verneint er zwar hier in diesem Instagram-Posting, aber gleichzeitig ist er sehr stolz darüber, dass sein selbstproduzierter Horrorfilm namens Antrum ganz oben in den Trends eingestiegen ist. Der Film selber ist wirklich grauenvoll und wer die vollständige Geschichte dazu wissen will, dem empfehle ich, Wikipedia zu bemühen. David Amito schreibt Folgendes dazu. Es ist eine totale Überraschung, dass Antrum in den USA gerade auf Amazon Prime Video auf Platz 1 der Trending-Filme steht. Ich habe ihn zusammen mit meinem Freund und kreativen Partner, dem großartigen Michael Lycini, geschrieben und inszeniert. Erstaunlich ist auch, dass unser kleiner satanischer Film dieses Ostern mehr im Trend liegt als Jesus. Ein riesiges Dankeschön für eure Unterstützung, für die Besetzung und Crew und alle Fans. Bleibt sicher. Und dann folgt noch ein schwarzes Herz. Besonderer Hinweis an besorgte Fans von The Chosen. Zunächst einmal, seid beruhigt, ich bin kein Satanist. Dieser Film ist nur ein Horrorfilm, er ist nicht real und wurde nur gemacht, um den Leuten Angst zu machen. Ich bin stolz darauf, dass unser kleiner Film, der für $19,000 von drei Typen in den Wäldern gedreht wurde, einen höheren Umsatz erzielt hat als der umsatzstärkste Film aller Zeiten, wenn auch nur für ein paar Tage. Ich weiß, dass die Formulierung unser kleiner satanischer Film von vielen wörtlich genommen werden wird. Aber bitte wisst, dass dies ein Scherz war, weil ich kein Christ bin und nicht wirklich an den Teufel glaube. Und obwohl ich nicht an den christlichen Glauben glaube, war die Arbeit an The Chosen eine schöne, respektvolle und künstlerische Erfahrung. Und schließlich bin ich nicht wirklich Johannes der Täufer. Obwohl es ein Vergnügen war, ihn in The Chosen zu spielen, habe ich nicht seinen Glauben und kann nichts dafür, wenn Sie das von mir erwarten. Das Einzige, was er und ich wirklich gemeinsam haben, ist, dass wir beide behaarte Juden sind. Peace an alle, die dies lesen und an was auch immer ihr glaubt. Er bestätigt, dass er kein Christ sei und auch nicht an den Teufel glaubt. Und genau das ist das Problem. Also wer glaubt, dass Horrorfilme harmlos sind, der Teufel nicht existiert, geht auf den breiten Weg, der in die Hölle führt. Dass so jemand Johannes den Täufer gespielt hat, ist nur ein weiterer Nagel im Sarg von The Chosen. Jede einzelne dieser Szenen, die ich euch hier vorgestellt habe, reicht aus, um The Chosen als satanisch zu identifizieren. Doch ich will euch noch zwei weitere Szenen zeigen, wo die Lehre von den Mormonen mit eingeflochten wurde. A scourge of false prophecy must stop. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. Die Welle der Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Und auch nicht die Stellungnahme von Dallas, bei der er zurückweist, dass es sich bei »Ich bin das Gesetz Mose« um eine fast wortgetreue Wiedergabe von dem Satzanfang
im Buch Mormon 3. Nephi 15,9 handelt. Der einzige Unterschied ist nur, dass das Wort Mose fehlt. Ansonsten sind die vier Wörter wortgleich. Ich bin das Gesetz. Dallas Jenkins erklärt dazu Folgendes. Es ist ein theologisch plausibler Satz und ich glaube, es ist ein cooler Jesus ist der König-Moment. Und auf Instagram wurde vom The Chosen Team folgendes Statement dazu auch noch abgegeben. Jesus sagt nicht, dass er das Gesetz Mose sei im Buch Mormon, welches Dallas nicht gelesen hat. Ich finde es interessant, dass sie hier extra erwähnen, dass Dallas das Buch Mormon nicht gelesen hat. Auch benutzt er nicht den genauen Wortlaut, der in der Bibel vorkommt, wie die meisten Dinge, die in der Show vorkommen. Aber so oder so schrieb Dallas diesen Satz aus folgenden Gründen. Erstens, er dachte, der Satz wäre cool und Jesus könnte das von sich geben. Und zweitens ist das theologisch plausibel. Er ist das Wort, er ist der Erschaffer, er ist das Gesetz. Und genau das ist nicht wahr. Erst einmal ist das eine sehr ernste Sache, Gott einen falschen Ich-Bin-Satz in den Mund zu legen. Die Bibel verflucht jeden, der ein anderes Evangelium predigt oder auch wie hier in diesem Fall in der Show erzählt. Aber auch theologisch macht der Satz Ich bin das Gesetz Mose überhaupt keinen Sinn und steht im Gegensatz zu allem, was das Evangelium die frohe Botschaft ausmacht. Jesus Christus ist das lebendige Wort, Logos. Das bedeutet aber nicht, dass er das Gesetz Nomos ist. In der Bibel, dem Wort Gottes, finden wir kein einziges Mal, dass Jesus sagt, dass er das Gesetz sei. Und das aus gutem Grund. Denn das Gesetz wurde uns Menschen gegeben, damit wir gerichtet werden können. So hart das für manche vielleicht klingen mag, die die Bibel nicht kennen. Aber ohne Gesetz würde unsere Sünde nicht in Rechnung gestellt werden. Römer 5,20-21. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. 2. Korinther 3, Vers 4-6. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das Gesetz kann mich demnach nicht erlösen. Es wurde uns gegeben, damit wir als Menschen erkennen, dass wir sündig und verloren sind und uns selber nicht erlösen können. Wäre Jesus Christus das Gesetz, gäbe es keine Gnade, keine Rettung aus Glauben. Es wäre eine Religion der Werksgerechtigkeit und somit ein falsches Evangelium. Aber genau daran glauben die Mormonen, dass wenn sie sich redlich bemühen, sie von Jesus Christus gerettet werden und ein Gott werden. Aber zuerst müssen sie Werke verrichten. Ohne geht es laut ihrer Doktrin nicht. Jesus sagt, Matthäus 5,17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus Christus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er war der Einzige, der das Gesetz erfüllen konnte und uns somit freikaufte, damit wir, die an das Opfer am Kreuz auf Golgatha glauben und bekennen, dass Jesus Christus Gott und auferstanden ist, alleine durch Glauben gerettet werden können. So wie es in Römer 10, Vers 4 steht. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ich hoffe, ihr versteht, warum es sich um eine absolute Gotteslästerung und auch um theologischen Unsinn handelt, wenn Dallas Jenkins Jesus die Ich bin das Gesetz Mose Worte in den Mund legt. Und in der letzten Szene, die ich euch zeige, erwähnt Dallas im Gespräch mit David Snell, dass er unbeabsichtigt Werbung für die Lehre der LDS-Kirche gemacht hat. I did not know at the time that like when the guys at VidAngel and LDS were like, hey man, well done on that one scene. That's like an LDS commercial. And I was like, oh man, please don't say that publicly because it's gonna kill me. This is the commercial. Watch this. Take the Sadducees. They take the first five books
the law of Moses as inspired scripture. The rest, they disregard. To them, God stopped speaking when Moses died. Think of all they have missed. The Psalms of David, the stories of Ruth and Boaz, Esther and Mordecai. I don't want to live in some bleak past where God cannot do anything new. You can see how the Mormons would consider that to be a good commercial, in the same way that the Sadducees didn't accept the rest of the Bible but only accepted the first five books. So too do you only accept the Bible when you should accept the Book of Mormon, and you're missing out on so much. That's the argument being made. You see, the Jesus of the Chosen, the false Christ of the Chosen, is the kind of Jesus that can really be accepted by anyone, by Protestants, Roman Catholics, Orthodox, and even Mormon. Der Bruder in dem Video hat das gut zusammengefasst, aber ich möchte es noch einmal kurz erklären. Nikodemus wirft den Sadduzäern vor, dass diese nur die fünf Bücher Mose als anerkanntes Wort ansehen und alle anderen Schriften ablehnen. Denkt daran, was sie alles verpassen, sagt Nikodemus, und dann zählt er einige andere Bücher aus dem Alten Testament auf. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz von ihm. Ich möchte nicht in einer trostlosen Vergangenheit leben, in der Gott nicht alles neu machen kann. Und genau das ist die Argumentation von der LDS-Kirche, die das Buch Mormon als weitere Offenbarung von Gott und gleichberechtigt der Bibel ansehen. Indem ich als Christ das Buch Mormon ablehne, verwehre ich mich laut ihrer Doktrin sozusagen den wunderbaren neuen Offenbarungen, die ein Gott, denn Mormonen glauben ja an mehrere Götter, für mich bereithält. Nur, das Buch Mormon widerspricht der Bibel und laut dem Buch der Offenbarung ist die Bibel abgeschlossen, denn die Offenbarung endet ja mit der neuen Erde und dem neuen Himmel, auf dem nur noch Kinder Gottes wohnen werden. Außerdem ist die Bibel das einzige Buch, welches erfüllte Prophetien enthält und der Rest, der noch nicht erfüllt ist, sich ebenfalls erfüllen wird. Auch ist der rote Faden, der sich durch das gesamte Buch hindurchzieht, eine weitere Bestätigung, dass es sich bei der Bibel hierbei um das Wort Gottes handelt. Denn die Bibel wurde über mehrere Jahrtausende geschrieben, von vielen unterschiedlichen Autoren, die durch den Heiligen Geist inspiriert waren. Kommen wir zum letzten Kapitel, und zwar zu Jonathan Romey, der in The Chosen Jesus darstellt. Sicher wissen einige von euch auch schon, dass er nicht nur Katholik, sondern er ein hingebungsvoller Katholik ist, der sogar auf katholischen Veranstaltungen auftritt, wie zum Beispiel hier oder hier, und auch eine katholische Meditations-App namens Hello exzessiv bewirbt. Hier in diesem Bild sehen wir auch, wie er den Finger auf den Mund legt. Natürlich kann man damit argumentieren, dass Jonathan hier auf seinen schlafenden Kumpel verweist, nach dem Motto, seid leise und stört ihn nicht beim Schlafen. Allerdings kann der Finger auf dem Mund auch als Freimaurerkennzeichen gewertet werden, weil das ist ein Erkennungszeichen, welches wir auch ganz oft bei Stars sehen. Es ist jedenfalls überdeutlich an diesen Bildern zu sehen, wie wichtig ihm diese katholische Meditations-App ist, und ich zeige euch hier auch noch ein kurzes Video dazu. Oh, I just want to get this. Just do a couple more curls. Gotta stay in shape this summer. Spiritual shape with Hallow makes you... Are you seeing the floor? You can't see the floor, man. How am I going to know it's not plugged in? It's just download it. This isn't even plugged. Just download Hallow. Hallow app. Stay prayed up. I was a disaster. Jonathan Romey möchte Menschen dem Katholizismus näher bringen und sie zu Katholiken machen. Doch die katholische Lehre widerspricht dem Evangelium, da sie wie die LDS-Kirche eine Werksgerechtigkeitsreligion mit dem Anspruch, das alleinige Heil zu besitzen, lehrt. Und wir wollen nicht vergessen, dass die katholische Kirche während der Inquisition Tausende und Abertausende Menschen gefoltert und getötet hat, die daran glaubten, dass das Heil einzig und allein durch den Glauben an das Opfer am Kreuz von Jesus Christus kommt und nicht durch die katholische Kirche. Dass Jonathan Jesus in The Chosen spielt und viele Anhänger auf der Welt mit dem Katholizismus betraut macht, ist Anlass zur Sorge. Er ist auch ein Fan von Totenschädeln
und trägt seinen Ring, den ein Totenschädel ziert, regelmäßig. Er erklärt auch dazu in einem Instagram-Beitrag, dass der Totenschädel für den Spruch Memento Mori, erinnere dich, dass du sterblich bist, steht. Diese Redensart stammt allerdings von der katholischen Kirche und der Totenschädel wird nun einmal allgemein in der Welt als satanischer Gegenstand angesehen und benutzt. In der Freimaurerei wird der Totenschädel auch ganz gern in manchen Logen neben der Bibel auf dem Altar platziert, wenn jemand wie Jonathan Romey immer wieder satanische Symbole benutzt und einer Religion angehört, die Menschen in die Hölle führt, weil sie das Evangelium, die frohe Botschaft, gerettet aus Gnade ablehnt, dann weiß ich, dass dieser kein Kind Gottes sein kann. Und er ist auch noch viel mehr. In diesem Instagram-Post fordert Jonathan Romey seine Fans auf, ihm Fragen zu stellen und schreibt dazu, dass er fast alles beantwortet und ein paar Gerüchte, die im Internet herumgeistern, richtig stellt und er vielleicht auch erklärt, warum er dieses Outfit trägt. Und warum er dieses Outfit trägt, das kann ich euch verraten. Denn es ist ein Outfit eines Tempelritters. Und ich weiß, dass viele wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, wenn sie jetzt dieses Bild sehen. Und vielleicht sagen manche auch, dass er einfach nur ein Kostüm zu Halloween oder sonst einem Anlass trug. Aber Jonathan Romey spricht selber in einem Video davon, dass er vor Jahren den Tempelrittern beigetreten ist, weil diese auf ihn zukamen und fragten, ob er in ihre Ränge eintreten wolle. 5 years ago, I was knighted by the order of the Solemn Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem. I lost my mind there for a second. Essentially, the Knights Templar, which is what that is, and they asked me to join their ranks a few years ago. Und in einem weiteren Video spricht er darüber, dass er gerade die Initiierung zu einem Papal Knight durchläuft. In the last year or so, some of you who were at the Young Catholic Professionals Conference, which I spoke at the end of April, may have heard that I also had been honored to begin the process of being inducted as a papal knight, which is basically an order of knighthood recognized by the Pope himself. So that will be cool if that, you know, when that actually commences into the knighthood. Especially since I'm going to meet him this summer. And maybe Dallas too. Would you like to join us in Rome to watch me meet the Pope? Let me know in the comments ahead. Okay. All right, thanks guys. Bye. Der souveräne Militärorden des Tempels von Jerusalem ist ein offizieller Orden der Tempelritter. Auf Wikipedia können wir Folgendes lesen. Der Orden erhebt den moralischen und ethischen Anspruch, den gleichen spirituellen Weg zu gehen wie der ursprüngliche Orden der Tempelritter. Des Weiteren können wir lesen, dass der erste Ritterorden im Jahre 1118 im Königreich Jerusalem gegründet wurde. Er war der erste Orden, der die Ideale des adligen Rittertums mit denen des Mönchtums vereinte. Zweierstände, die bis dahin streng getrennt waren. In diesem Sinne war er der erste Ritterorden und während der Kreuzzüge eine militärische Eliteeinheit. Er unterstand direkt dem Papst. Wenn also der souveräne Militärorden des Tempels von Jerusalem, dem Jonathan Romey angehört, den Anspruch hat, denselben Weg wie die ersten Tempelorden zu gehen, dann untersteht auch dieser dem Papst. Und das macht Jonathan Romey zu einem Ritter des Papstes und sollte der Papst eines Tages die Inquisition wieder ausrufen und alle Protestanten verfolgen lassen, dann wird Jonathan Romey, so verrückt das vielleicht klingen mag, gehorchen. Und dass dieses Szenario eintritt, ist nicht unwahrscheinlich, denn es handelt sich hier um eine Prophetie aus der Bibel. In der kommenden Trübsalzeit wird jeder, der das Mahlzeichen ablehnt und Jesus Christus als Herrn anruft, verfolgt werden und viele von ihnen werden getötet werden. Nur weil die Inquisition von der katholischen Kirche momentan nicht durchgeführt wird, bedeutet das nicht, dass sie abgeschafft wurde. Die Kirche selber hat nie Buße über diese Massenmorde getan und das wird sie auch nicht, da sie die Hure Babylon ist, von der die Bibel prophezeit, dass sie innerhalb einer Stunde dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Zu einem Templerorden wie Jonathan Romey zu gehören, ist keine harmlose Spielerei. Diese Männer sind dem Papst verpflichtet.
Es sind religiöse Eiferer, die den Befehl des Papstes ausführen, den er ihnen geben wird, ohne diesen zu hinterfragen. Lasst euch vom freundlichen Gesicht Jonathan Romys nicht täuschen. Hinter ihm und The Chosen steckt eine satanische Agenda. Aber welche? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. That's amazing. I just love it because that really speaks to the essence, I believe, of bridge building, which is knowing the heart. God wants the heart. And Bingo. You can have the heart with different faith backgrounds. I do believe that. And it will be sorted out later. It really will. But I don't believe that my LDS friends or my Catholic friends or my Greek Orthodox friends or my Jewish friends or my evangelical friends, and that's the key, or myself, have the monopoly on criticizable theology or have the monopoly on a need for the Savior. Dallas sagt, dass er nicht daran glaubt und dabei erwähnt er folgende Gruppen. Latter-day Saints, Katholiken, griechisch-orthodoxe Juden und Evangelikale das Monopol auf kritisierbare Theologie oder das Monopol auf die Notwendigkeit eines Erlösers haben. Und Dallas kritisiert, dass man von ihm erwartet, dass er seinen Glauben verteidigt. And some people have said to me, well, through this show, it's important that when you are with people of other faiths or people who have it wrong, that you evangelize. And there's concern from some people, evangelicals in particular, because I'm surrounded on this project by so many people of all different faiths. For some reason, they seem to care more about the LDS people I'm with than anyone else. I'm not quite sure why that is. But LDS, Catholic, agnostic, atheist, all stripes of the spiritual or lack thereof rainbow. And there seems to be this perception that I'm supposed to take advantage of every opportunity I have to not only share my faith and not only portray the Jesus of the Gospels, but to counteract, argue with, point out the wrong, correct, etc., of any other faiths that might have it wrong. And I just don't believe, A, that that's my role. I believe my role primarily is to accurately portray the authentic Jesus to a billion people around the world. Wenn Dallas die Wahrheit nicht verteidigen will, wie kann er dann den Jesus aus der Bibel der Welt vorstellen? Und PS, wir haben die Bibel dafür, den echten Jesus kennenzulernen. Wir brauchen dafür keine weltliche Fernsehserie. This show has been uniquely, I've never seen anything like it really, how much it has unified in response multiple faith traditions. Now, once they get together, like on our fan club, there's still a bunch of arguments and shade being thrown at each other. Like people saying, oh, I'm in the same fan club or I love the same show as a bunch of Catholics. Well, I better tell them that they're going to hell, that they have a false religion, or vice versa. You get the Catholics saying, wait a minute, I need to inform our evangelical friends about how they're so wrong and blaspheming because they don't understand Mary. And what's funny about the LDS folks is you guys seem to be, even though you're the most controversial, you seem to be the least confrontational. It's just like, hey, we all love Jesus. Let's just, I just want to let you know we love the show. And when people start going, hey, you're a Mormon, you're going to hell. You just like, hey, whatever. It's like, it kind of seems to roll off your back. Maybe it's because you're used to being on the outside sometimes. But Dallas spricht hier in dem Video, dass der interessanteste Aspekt an dem Projekt ist, wie viele unterschiedliche Denominationen zusammenkommen. Und er erwähnt auch, dass Menschen aus vielen unterschiedlichen Religionen durch diese Show vereint sind. Erwähnt aber immerhin, dass wenn diese Menschen sich online im Fanclub von The Chosen treffen, die Diskussionen wieder losgehen. Es ist traurig zu sehen, dass Dallas keine klare Stellung bezieht, sondern Evangelikale mit Katholiken in einen Topf schmeißt und ihnen vorwirft, dass beide Gruppen sich gegenseitig das Heil absprechen. Und die Leute von der LDS-Kirche sei zwar die kontroverseste Gruppe, aber am wenigsten konfrontative. Und David Snell kann sich da ein Lachen nicht verkneifen bei dem Lob. Dallas Jenkins stört es nicht, wenn Menschen verschiedensten Religionen dieselbe Show genießen und somit einfach auch wieder beweist, dass er sich mit der Show so weit von der biblischen Wahrheit und dem echten Jesus Christus entfernt hat,
dass diese von einem breiten Publikum aufgenommen werden kann. Nach dem Motto, alle dürfen glauben an was sie wollen und Jesus ist ein cooler Typ und alle kommen in den Himmel, egal ob Atheist, Muslim, griechisch-orthodox, Juden, Katholiken, Mormonen, Hindus, Buddhisten, kommt alle rein. Alle können in denselben Topf geworfen werden, niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet und jeder darf sich seinen eigenen Jesus kreieren, der genau auf die persönlichen Bedürfnisse und Befindlichkeiten abgestimmt ist, sodass du dich definitiv nicht auf den Schlips getreten fühlen musst. Dieser Jesus liebt dich, auch wenn du die Bibel ablehnst, nicht an die Hölle glaubst und die Sünde weiterhin liebst und flüstert dir die Worte ins Ohr, dass er nur dein Herz will. Hier seht ihr zum Beispiel den Kommentar eines Muslimen, der die Show ansieht und auch keinerlei Probleme mit dem Jesus von The Chosen hat. Er kommentiert, als Muslim muss ich sagen, dass ich diese Serie und Jesus Christus absolut liebe. Was für eine Figur des Friedens, der Dankbarkeit und der Heilung. Sie symbolisieren den Kern des Christentums auf so schöne Weise. Das hat mir in diesen schwierigen Zeiten wirklich etwas Frieden gegeben. Versteht ihr jetzt den Kommentar des Kritikers, den ich vorhin euch gezeigt habe und ich blende ihn hier noch einmal ein, dass er Schwarze getroffen hat, als er schrieb, dass The Chosen Menschen in die Hölle statt zu Jesus führt? Der Muslim, der The Chosen liebt, sieht keine Veranlassung, seine Religion zu verlassen, weil auch im Koran von einem Jesus gesprochen wird. Es ist zwar nicht der Jesus aus der Bibel, aber was macht das schon? Es ist furchtbar, wie viele Menschen auf dem breiten Weg gehen und dabei noch von solchen Serien in ihrer Religion bestätigt werden. The Chosen wird von vielen Menschen weltweit geliebt, weil dort ein anderer Jesus und ein anderes Evangelium erzählt wird. Ich gehe so weit zu sagen, dass The Chosen einen wichtigen Teil in der angestrebten Ökumene der einen Weltreligion spielt. Diese Weltreligion, die vom Papst mit großen Schritten vorangetrieben wird, wird den einzigen Weg, nämlich den Jesus Christus aus der Bibel ablehnen und in der Trübsalzeit diejenigen verfolgen und töten lassen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland bekennen, sobald der Antichrist sich geoffenbart und ein Mahlzeichen fordert. Was wir hier mit der Show erleben, ist nur eine weitere starke Verführung der Menschen, sich der antichristlichen Weltreligion anzuschließen, wo alle willkommen sind, also bis auf diejenigen, die an Jesus Christus aus der Bibel glauben, und wo niemandem der Glauben abgesprochen werden soll, weil alle Wege ganz sicher in den Himmel führen und wir letztendlich ja auch nicht unsere Differenzen, sondern auf unsere Gemeinsamkeiten schauen sollen. Aber wer so argumentiert, ist der Verführung bereits erlegen. Und natürlich kenne ich auch das Argument, welches immer wieder gebracht wird, wenn man beweist, dass etwas vom Satan, also dem Bösen, stammt. Nämlich dann wird gerne das Argument gebracht, dass Menschen sich anhand der Serie bekehrt haben und dass man ja laut der Bibel prüfen und das Gute behalten solle. Der Vers ist natürlich richtig, aber viele vergessen den nachfolgenden Vers, der da lautet, dass wir das Böse in jeglicher Gestalt meiden sollen. Der Vers mit dem Prüfen und das Gute behalten bezieht sich demnach nicht auf weltliche satanische Dinge, sondern dass wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder über theologische Dinge streite, ohne dass sie heilsrelevant sind, ich daher das Gute von meinem Bruder schätzen sollte, so dass ich mich nicht weiterhin unnötig mit ihm streite über Dinge, die nicht wichtig sind. Wenn Menschen sich anhand The Chosen bekehren, und ich glaube daran, dass manche sich bekehren, ich habe ja auch davon einige Kommentare gelesen und ich will daran einfach glauben. Aber dann liegt das an der großen Gnade Gottes, dass er selbst aus diesem bösen und lästerlichen Werk etwas Gutes hervorbringen kann. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er diese Show gutheißt oder gar segnet. Wer die Bibel verdreht, Jesus lästerliche Wörter in den Mund legt und Profit aus Gottes Wort schlägt und sich somit der Geldgier hingibt, kann nicht gesegnet werden vom Herrn, sondern wird für das, was er getan hat, gerichtet werden, sofern derjenige sich nicht bekehrt. Der Weg der Ökumene führt in die Hölle, denn die einzige gemeinsame Grundlage, die die Menschheit eint, ist die Sünde. Die einzige echte Hoffnung, die die Menschheit hat, ist der Glaube an das Blut Jesu, welches er am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hat und der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nicht der humanitäre und gottlose Scheinfrieden, der eben auch kein echter Frieden ist, kann dich retten, oder der Papst und erst recht nicht der Antichrist, der leibhaftige Satan in Menschengestalt sein wird und die Erde
und diejenigen, die zu der Zeit auf ihr Leben in die dunkelste Finsternis der Weltzeit werfen wird. Die Trübsalzeit wird 7 Jahre andauern und Gott wird gerecht richten, denn jeder Mensch kann anhand der Schöpfung den Schöpfer erkennen. So wie es in Römer 1, Vers 18 bis 20 steht. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg zur Erlösung und der heißt Jesus Christus. Und die Rettung deiner ewigen Seele ist nur ein Gebet entfernt. Ich hoffe, dass manchen die Augen über The Chosen, Dallas Jenkins und seine Partner geöffnet wurden. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einmal Zeugnis geben, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist der Sohn des Menschen, der Löwe Juda, der Sohn Davids, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, er ist der Allmächtige. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Christus, der eingeborene Sohn, das lebendige Wort und das Lamm ohne Fehl. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt und ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Lass dich retten von Jesus Christus durch sein lebendiges Wort der Bibel, bevor die Gnadenzeit auf dieser Erde abgelaufen ist. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.